Hallihallo, liebe Freunde, willkommen zu einem neuen Video bei mir, Crumpy, der Crumpy. Und ja, ich bin nach sehr langer Zeit mal wieder in Arma unterwegs. Und zwar gibt es da diese neue Mod, die ist so ähnlich wie Altes Life. Jeder, der damals meine Videos gesehen hat von Altes Life, weiß, um was es geht, über was ich spreche gerade. Und zwar gibt es ja jetzt eine Mod, die ist so ähnlich. Und zwar ist das die Lakeside Mod oder Lakeside Life, Arma Life, wie auch immer. Und die ist halt sehr zivil gehalten und ja, ist eigentlich, wie gesagt, so ähnlich wie Altes Life, nur dass es halt alles sehr zivil ist und die Häuser, Straßen, alles sieht halt sehr, ja, sieht schon geil aus, muss ich sagen. Also ist alles neu gemacht und es ist halt, es sind zwar noch alte Häusermodelle dabei, aber ich denke mal, das wird alles bald auf einem neuen Server bzw. auf einer neuen Map nochmal umgeändert hier bei diesem Project America, wo ich gerade drauf bin. Und ja, ja, ich höre jetzt mal auf zu reden und gehe auf den Server und zeige euch, wie das so aussieht und wie das funktioniert. Und der Marcus Lawrence, das ist der Afraid, mit dem ich auch schon zusammen gestreamt und viel gezockt habe, der nimmt, glaube ich, auch gleich auf. Da könnt ihr dann auf seinem Kanal dann die Perspektive, ne, aus seiner Sicht da dann das Spiel anschauen. Und ja, dann gehe ich mal ins Spiel rein. Kann sein, dass das Teamspeak jetzt sich ein bisschen meldet, weil ich Task Force Radio als Mod noch installiert habe. Ne, dann switcht man ja automatisch in den Task Force Radio Channel, sobald man auf den Server geht. Ja, mal schauen. Je nachdem, wie gut das Projekt ankommt, gibt es da mehrere Folgen. Und ich werde auch so wie damals wie bei Altes Live schon die Leute dann auch natürlich einladen, dass sie auch auf den Server kommen. Ihr müsst halt euch bewerben im Forum. Mit einem RP- und Non-RP-Teil. Das ist einfach, der Sinn dahinter ist einfach, dass halt keine, ja, Trolle, Kiddies oder irgendwelche Leute halt auf den Server kommen, die nur Scheiße bauen wollen und kein RP machen wollen. Heißt RDM, also random die Leute abschießen oder so ein Kack halt. Hallo. Hallo? Hallo. Lass dich mal als Beifahrer rein. Boah, hast du coole Klamotten an. Ey, wo ist dein Bus? Ja, den Bus haben wir wieder reingesetzt, den mochte der andere Kollege nicht so gerne. Was? Okay. Er ist so ein bisschen sehr laut, ein bisschen auf die russische alte Wertarbeit. Ey, das finde ich, das finde ich aber cool, dass hier, wenn du außerhalb vom Fahrzeug bist, dass du ein bisschen gedämpft bist von der Stimme, ne? Wenn man so in-game redet. Mhm. Und jetzt im Auto bist du lauter. Das ist schon gut gemacht. Wollen wir zu St. Mine? Mit dem Auto? Ja. Passt da was rein? Kann ansonsten noch einen LKW rausholen, aber da passen halt alle rein. Ja gut, dann fahren wir, komm. Fangen wir mal so aus, Lust und Laune. Okay. Ja, ich nehme ja jetzt gerade auf, die Folge lade ich ja noch hoch auf YouTube und ich habe den Leuten eben schon gesagt, dass ja, jetzt mal erstmal ein bisschen Server zeigen und schauen, wie es hier so aussieht. So ein Testvideo. Ja. Ja, damals, als ich Altes Live aufgenommen habe, wie gesagt, war ja der Ansturm so krass auf dem Server, dass wir die Slots dann um 40 bis 50 erhöhen mussten. Weil halt so viele Leute da spielen wollten. Gut, war halt ohne Whitelist, ne? Da ging das auch einfacher, aber mal gucken. Wir haben jetzt auch einen Polizisten auf der Map, ne? Ja, hab ich schon gesehen. Ist mir leider. Aber das ist doch ein neuer Spieler, wie kann das so schnell Polizist sein? Oder? Der ist doch neu, ja, dieser Tobias. Der Tobias, ja, mit dem war ich auch unterwegs. Und ich vermute, dass das die Frau war, die mich bei den Kitzchen hat. Das kann sein, ja, wenn der vorher Zivilist war, in so kurzer Zeit. Hat jemand in den Arsch gekrauen, ne? Ja, weiß ich nicht. Den Arsch kriegen kannst du hier den Leuten sowieso ganz schlecht. Ich glaube, das kommt nicht so gut. Ich glaube, das wollen die auch gar nicht. Weißt du, wann der Schnee hier mal weg ist? Auf der Insel, auf der Map? Ja, du weißt ja nicht, wie lange der noch liegt. Also sieht so ein bisschen komisch aus mit den Palmen und so, ne? Ja, ja. Schnee. Ich finde, der Schnee, der sieht hier sowieso ein bisschen komisch aus. Ich glaube, das ist ein bisschen radioaktiv verseucht alles. Es ist gar nicht wirklich Schnee, das ist alles nur radioaktiv verseucht. Kokainlaster umgefallen. Ja, richtig, das war nicht. Ja, mit deinen 5 LKWs gestern. Ne? 32 Tonnen Kokain, obwohl danach, als es dann später abends ein bisschen ruhiger wurde, dann halt sind wir dann mit 5 Lastern Kokain gefahren. Ne? Mhm. Gibt es eigentlich einen bestimmten LKW, mit dem du gut über die Berge kommst, oder bleibt da jeder hängen, wenn du da Pech hast, an diesen Stellen? Der große LKW, der hat ein Kleinübersetzungsgetriebe.
Ah, Mit okay. einem großen LKW kommst du dann die Berge schneller hoch. Ja. Ist allerdings auf der Langstrecke nicht so schnell, weil der ist klein übersetzt und der etwas kleinere LKW, ich glaube, der lädt so 7 Tonnen zu. Okay. Der fährt 145. Also ist halt für so Highway und solche Geschichten immer ziemlich gut geeignet. Ja, aber gestern mit dem blauen LKW, mit dem ich unterwegs war, bin ich ja nochmal hängen geblieben. Da musste ich dann extra in die Stadt laufen, nochmal mein kleines Auto holen, den nochmal abschleppen. Das war Gott sei Dank hier beim Heroinfeld, weißt du, ist ja eh in der Nähe, aber ist halt nervig. So, yeah. Das Lustige ist, weil wir gerade hier beim Salzfeld stehen, damals bei Altes Live, als ich das erste Mal die Mod gespielt habe, haben die Leute mich auch zum Salzfeld eingeladen. Sand. Sand und Salz. Ja. Da habe ich auch Sand und Salz damals gemacht. Witzig, dass ich das jetzt wieder mache. Ja, Also. das bringt hier ziemlich viel, weil die Strecken hier sind ziemlich kurz. Bei den anderen Sachen, da muss man so unter dabei fahren. Ja. Ich war damals bei Altes Live auch Polizeichef. Aber keine Sorge, ich bin Ui, keine Schlange, die hinten rum Leute verpfeift. keine Nee. Schlange. Was macht er jetzt? Ich kann schon wieder nichts aufsammeln. Warum? Du hast so einen Keine Rucksack Ahnung. gekauft. Ja, schon, aber ich weiß Machst ja nicht. einen auf Gangster mit deinem Outfit hier, aber keinen Rucksack dabei, oder was? Hey, Kollege. Hast du denn überhaupt die Pickaxe mit? Nee, ich glaube nicht. Die brauchst du hier, um den Sand mit dem Gestein loszuhauen. Ja, ansonsten nimm dir was aus dem Auto raus, was ja entschlüsselt. Ach, das Auto ist ja schon voll. Ich versuche die ganze Zeit den Kram da reinzupacken. Hey, wieso laufe ich denn jetzt schon wieder langsam? Ist das, weil ich vollgepackt bin, oder? Weiß Komisch. Gestern, ne? Dieses Ace-System, dieses zum Verbinden, ne? Dieses realistische System da, ist ja nicht. neu Wieder für Sand mich. rein tun. Wir haben da gestern geblutet und haben uns verbunden, 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 haben Mullbinden und elastischen Kram da benutzt und, ey, wir haben weiter geblutet. Ich habe keine Ahnung. Weißt du, wie das irgendwie geht? Ja, du brauchst sehr viel von dem Zeug, weil die Ach so, Bandagen, die okay. reißen zwischendurch wieder auf. Gerade Ach wenn du dich so. danach viel bewegst, reißen diese Bandagen halt alle wieder kaputt. Ach, deswegen, okay. Muss dich halt immer wieder und immer wieder mal verbinden. Ja. Boah. Eigentlich soll das ja auch so sein, dass wenn du dich ein bisschen schwerer verletzt, dass du dann auch wirklich den Sanitäter rufst, ne? Ja, war ja keiner online. Deswegen. Ja, das ist so ein bisschen die Problematik, ja. Markus, warum hältst du mir deinen Ausweis ins Gesicht? Ich hab keine Ahnung, Ich Mann. sehe die ganze Zeit einen scheiß Ausweis jetzt. Mach den mal weg. Ah, jetzt geht er weg. Musst du einfach nur ein bisschen warten. Halt weiter voll. Ja. LKW ist voll. Hoch. Oder mein kleines, süßes Na, Ausweis. Autowägelchen. Tackel! Geil. Ist schon ein bisschen komisch, wenn man Sand sammelt. Hört sich ein bisschen nach ABM an. Ja, so ein bisschen, ne? Geh mal draußen an den Strand, sammeln wir ein bisschen Sand. Und dann in den Hammer, ne? Ja. Oh Mann. So, wo geht's denn hin? Nee, der Hammer, der ist eigentlich ganz gechillt. Ja, geht gut ab. Ja, da gibt es noch schnellere, aber wenn die zu schnell sind, dann ist das Handling halt immer ein bisschen riesig. Bin ich gerne so ultra schnell unterwegs. Ja, wie dieser Oder Dodge ansonsten. Charger, den ich mir geholt habe, über Ja, aber 300 ja, du treibst es halt zu schnell, ne? Dann verlierst du die Kontrolle, dann war es wieder, ne? km/h. Der Kollege hier hinter uns auf dem Rücksitz hier hat ja meinen Dodge Charger zu Schrott gefahren gestern. Das stimmt doch Nach gar mal, nicht. natürlich, Berg Du konntest runtergefahren. bremsen. Ja, Berg Maschine war runtergefahren. zu Ich krass. komme im LKW hinterher und denke so, warum parkt er da auf einmal? Da vorne fehlt der Reifen, weil ist alles kaputt. Ich blute. Ja, ich war auch kurz K.O., Ja, ne? toll. Ja, mal gucken, vielleicht. Das, was ich ein bisschen blöd finde, ist, wenn ich ein Auto verkaufe, kriege ich nur 1000 Dollar wieder dafür. Das ist volles Verlustgeschäft. Deswegen werde ich ihn wohl behalten Ja, müssen. Naja, mal gucken. Ich habe jetzt gestern ein bisschen Geld bei uns auf dem Gangkonto eingezahlt, aber irgendwie gibt es ja keine Anzeige, glaube ich, oder ich habe es übersehen. Gang konnte doch jetzt irgendwo eine Anzeige. Ah, okay. Das wäre cool, wenn man weiß, wie viel da drauf ist. Weißt du schon ein bisschen was von der New York Map? Was schon alles drauf ist oder wann die online kommt? Nee, da weiß ich gar nichts von. Schade. Das fragst du auf den Falschen.
Weil das Smartphone und so soll ja schon in Arbeit sein, ne? Was ich am Forum vorgeschlagen habe, da hätte ich richtig Bock drauf. Ein bisschen rumtelefonieren, so, ey, komm, lass mal jetzt treffen. Dann da. Geil. Schlag dir erstmal die Tür ins Gesicht. Bei mir gehst du so geknickt, Joe. Echt? Ja, ich laufe auch langsam die ganze Zeit, ich habe keine Ahnung warum. Ja, der sieht ein bisschen geknickt aus, der Mensch. Lass Krawang fahren. Oh, wartet mal eine Sekunde, bin sofort wieder da. Ja, ja. Alter, hier sind bei mir die ganze Zeit diese scheiß Ding-Anzeigen da, diese Kopf- und Blutungen und Blood-Pressure. Ja, das, dann drückst du die ganze Zeit Alt oder was? Die Windows-Taste. Nee. Ja, das kommt ja bei mir auf der Windows-Taste oder wo du es halt belegt hast. Hab dir auf die Schulter geklopft, ey, pass mal auf. Hör auf damit. Geht gar nicht. Ja, ist ja gut. Komm mal wieder runter hier. Willst du dich boxen oder was? Ja, komm mal her hier, ey. Box dich ja mit der linken Faust direkt auf deinen rechten Nippel. Was? Markus Lawrence wurde mir gerade angezeigt. Okay, alles klar. Das hat so eine Anstalt ausgebrochen mit deiner Maske, ey. Röhrenanstalt ist es. Ja. Ey, das dauert ganz schön lang, Sand verarbeiten, ne? Länger als Kokain. Das Schlimme ist, und ja, das dauert eigentlich alles gleich, aber schlimmer ist halt immer, wenn du hier mit 3 LKWs für mich dann stehst. Ja. Kannst ein Zelt aufmachen. In 10 Minuten Server Restart. Oh, oh nein. Hä, du hast 35 für 22. Ich habe keine Lizenz, jetzt muss ich Geld bezahlen dafür. Nein, habe ich voll vergessen. Scheiße. Oh nee. Jetzt habe ich für über 22.000 die Scheiße verarbeitet. Oh Mann, ey. Egal. Wollen wir wieder? Ich habe auch keine Lizenz. Ja, ich passe das. Warte mal, müssen wir jetzt. Soll ich ins Auto packen oder? Hä? Polizei? Losfahren, das wird nicht. Komm rein! Steck rein! Ja, ich bin schon da. Oh, hier mit unserem ganzen illegalen Rasenwert. Der ganze illegale Sand. Der ganze illegal, alles illegal hier. Oh, schnell vertiefeln hier. Ah, fahr! Da vorne. So ganz leise drin reden. Ich hoffe, die halten uns hier. Nee, wir müssen die Drogen loswerden, Schwein. Later, Bitch! Meinst du, hört uns? Weiß ich nicht. Dann hat der da angehalten. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Allgemeine Verkehrskontrolle. Ja. Der andere. Langsam mal bitte den Ausweis. Der andere ist top, ne? Aber der ist teilweise auf den Sack gegangen. Da waren wir 3 oder 4 Leute hier auf dem Server, ne? Und der hat mich jede halbe Stunde kontrolliert. Das war schon ein bisschen. Langeweile gehabt. Ja, hatte Langeweile. Aber auf eine nette Art und Weise, ne? Und dann auch so ein bisschen schnagen oder was. Ich meine, so beim Farmen oder beim Abbauen dann und beim Verarbeiten, da geht es ja noch. Das ist manchmal ganz einfach, jemanden zu schnacken zu haben, ne? Mhm. Aber wenn du halt fahren willst oder sowas, ne? Oh, das geht ja Zeit im Kopf. Ach ja. So ist das. Bremst aber auch mal ziemlich hart runter, ne? Gut. Ja, besser als meine Auto. Ja, das ist schon besser als gar nicht, ne? Ja. Ja, oh, geil. Auto da, das bremst ja gar nicht. Guck dir mal die Surfbretter an, nimm sein Geschäft hier so mitten im Schnee, alles klar. Viel Spaß. Ja, das Geschäft boomt. Du gehst so geknickt. Ich mach gar nichts. Was machst du da? Verkaufen. Geil. Wie ist der Preis eigentlich? Muss man nachschauen. 2.300. Ja, geht. 2.000, ja, geht, ja. Ja, ihr winnt. Wollen wir denn jetzt hier als nächstes machen?
Hast du schon mal Uran gemacht? Abgebaut? Uran ist ein bisschen krank, Jungs, ne? Ja, weil du ja radioaktiv irgendwie musst du einen Anzug anziehen, bestimmt, oder? Ja, den Anzug, den habe ich gerade an. Du brauchst aber nicht nur den Anzug, du brauchst auch so ein anderes Zeug, was du halt dazu mischen musst, ne? Das Okay. kostet halt auch nochmal 15.000 pro Einheit und dann kriegst du auch zwei Einheiten dann ja, ein richtiges angereichertes Uran und dann musst du halt auf vier Stationen, also insgesamt musst du fünf Stationen anfahren und den Boah. Händler, also fünf Stationen, bringen Aber Uran fünf. wert 35.000, Ja, ne? gut, Bringt aber. 35.000, aber du hast ja effektiv musst du 15.000 wieder wegrechnen. Und der Das heißt, Zeitaufwand. den LKW kannst du auch nicht voll beladen, dann machst du 20.000 und du hast halt fünf Stationen. Und jetzt überleg mal beim Sand, du hast im Prinzip nur zwei Stationen, wo du die ganze Zeit Ja. hin und her fährst. Ja. Ja, kommt immer darauf an, wie effektiv in der Zeit, wie du das halt Und der fertig bekommst. Heroinpreis. Was ist mit dem Heroin? 1000 Grad. Ja, ist Kokain normal. 8000. Ist der normale Wollen wir Preis. mal farmen gehen? Was denn? Nur mal so ganz schnell, so mit einem Humvee.